Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Video, in dem wir uns mal seit langem wieder ein paar Mods für das Spiel angucken. Und die erste Mod, die wir uns heute anschauen werden, die seht ihr hier schon im Hintergrund, nämlich ist das die Hafenrobbe bzw. der Hafenseehund. Finde ich mega cool. Dadurch kriegen wir halt mal so ein Wassertier in das Spiel, weil davon gibt es ja eigentlich nicht wirklich viele, ne? Die einzigen, die da so zuzählen, sind vielleicht Hippos und Krokodile. Allerdings, ja, sind halt auch nicht so Wassertiere wie zum Beispiel jetzt Seehunde und Robben. Finde ich echt richtig, richtig cool. Ist gar nicht mal so einfach, sowas in das Spiel zu bringen, denn der Modder hat die Robben für den taiwanischen Schwarzbär in das Spiel gebracht. Sehen jetzt vom Model jetzt nicht ganz perfekt aus, aber ich finde sie schon nicht schlecht. Also es sieht schon ziemlich cool aus, wenn sie hier schwimmen. Allerdings gibt es natürlich auch einige Probleme, wenn sie zum Beispiel an Land und sowas gehen. Das werdet ihr hoffentlich gleich dann auch noch sehen. Weil das sieht dann nicht ganz so schön aus, aber das kann man sicherlich mit dem einen oder anderen Trick dann verbergen, dass die Gäste das nicht zu Gesicht bekommen. Ich finde aber an sich diese Mod wirklich mega nice. Also ich bin wirklich beeindruckt, dass sowas möglich ist. Und ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass wir vielleicht auch noch den Otter bekommen. Wenn ich das hier schon so sehe, Der Otter ist ja so einer der Tiere, die ich am meisten vermisse mit dem Erdmännchen. Jetzt taucht er sogar mit dem Kopf ein bisschen unter. Ganz tauchen kann er leider nicht, denn ja, der Schwarzbär, der taucht leider auch nicht. Der kann leider nur schwimmen. So, jetzt geht er hier an Land. Oder auch nicht. Liegt sich hier so auf dem Boden. Aber das sieht doch schon alles nicht schlecht aus, ne? Denk mal, wenn das so von Weitem beobachtet. Ich finde das schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hier oben könnt ihr es mal an Land jetzt sehen. Das ist natürlich nicht ganz so ideal, muss man sagen. Hier ist der Seehund. Sein Schwanz in den Schnee eingebuddelt. Oh, Kamera spackt wieder komplett ab. Die Geräusche waren auch gar nicht so schlecht mit dem taiwanischen Schwarzbär, muss ich sagen. Da liegt sie am Rand, gestrandet. Aber jetzt seht ihr es ganz gut. Also das hier ist das Model. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Also ich bin da schon sehr zufrieden mit. Bin echt beeindruckt, dass sowas klappt. Guck mal, im Hintergrund schwimmt die auch. Da kommt schon so ein bisschen dieses Robben-Feeling auf, diese Atmosphäre. Also gefällt mir richtig gut. Könnt ihr auch natürlich ausprobieren, die Mod ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So wie die anderen Mods, die ich euch gleich auch noch zeige. Die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die ausprobieren wollt. Also ich bin großer Fan von der Mod. Die kann man sicherlich vom Model noch so ein bisschen besser anpassen und verbessern. Allerdings ist das schon wirklich sehr gut gelungen, wie ich finde. Also wenn man mal so ein Robbengehege bauen will, kann man das mit dieser Mod auf jeden Fall machen. Und meine Idee wäre so, wenn man dieses ja, an Land gehen vermeiden möchte. Ich meine jetzt, so sieht es nicht ganz so schlimm aus, aber wenn sie sich bewegt, zum Beispiel die Robbe, dann kann es auch mal vorkommen, dass die so ein bisschen in der Luft schwebt. Ich weiß nicht, ob ich euch das gleich auch nochmal zeigen kann. Vielleicht bewegt sie sich ja gleich nochmal. Aber wenn man das so ja, verbergen möchte vor den Gästen, könnte man ja ein riesiges Wassergehege rein theoretisch bauen und dann das, wo die Bären sozusagen, oder die Robben, dann fressen und an Land gehen, das könnte man ja einfach irgendwie unterirdisch oder so machen, dass die Besucher das gar nicht zu Gesicht bekommen. Ich spule jetzt hier nochmal ein bisschen vor. Jetzt geht sie nämlich an Land. Jetzt seht ihr das. Perfekt. Ja, jetzt seht ihr, das schwebt halt so ein bisschen. Das. Oh. Ja, das seht ihr dann auch mal. Das ist nicht alles ganz so ideal. Deswegen könnte man halt echt überlegen, ob man diesen Landteil dann halt vor den Gästen so ein bisschen versteckt baut. Dann wäre das, glaube ich, eine ziemlich coole Mod. Ist halt nur ein bisschen schade, dass die nicht tauchen. Aber ansonsten kann man das machen. Das war die erste Mod. Kommen wir nun zur zweiten Mod von heute. Und als zweite Mod für heute zeige ich euch eine kleine Deko-Mod, nämlich eine Mod, die zwei neue Objekte in das Spiel bringt. Unter anderem als allererstes hier eine Statue bzw. ein neues Tier quasi schon, nämlich den Steinadler. Sieht vom Model eigentlich schon ziemlich cool aus, wie ich finde. Könnte ein bisschen hochauflösender sein, aber sonst finde ich den schon nicht schlecht. Und wenn man so vom Weiten guckt, könnte man sich echt vorstellen, so ein Gehege zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das von der Größe ist. Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß, wenn man den so im Vergleich zu den Menschen da sieht. Das stelle ich mir ein bisschen unrealistisch vor, oder? Ist der so groß? Geht der ein Mensch bis zur Hüfte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der könnte ja so einen Mensch erlegen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß. Aber ansonsten ist das schon sehr cool. Also optisch gefällt mir das echt gut. Ist halt nur ein bisschen schade, dass wenn man so ein Gehege baut, dass er natürlich dann nur starr dasteht. Aber immerhin bekommt man mit dieser Mod die Möglichkeit, mal so ein schönes Vogelgehege zu bauen. Und als zweites bekommen wir natürlich
noch einen weiteren Vogel, nämlich den Weißkopfseeadler, oder wie heißt er? Ich schau mal ganz kurz nach, Moment. Ja, den Weißkopfseeadler, genau. So heißt er. Ja, alles blau am Leuchten. So, jetzt zeige ich ihn euch mal. So sieht der aus, so sehen dann beide zusammen aus. Ist doch schon ziemlich cool, ne? Also bei den Größenverhältnissen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ansonsten gefällt mir das schon echt gut, wenn man so von hier unten guckt. Wäre noch cooler, wenn die sich bewegen würden, aber ich glaube, das ist leider nicht machbar, dass man die Objekte bewegbar macht. Ah, ich finde die cool, die Mod. Das ist eine kleine, feine Mod, die aber eine sehr coole Sache hinzufügt. Wäre halt cool, wenn wir noch mehr Vögel bekommen könnten. Ja, mit weiteren Mods, dann könnte man sich da noch ein bisschen mehr austoben. Aber ich finde die schon nicht schlecht, weil ich habe auch in dem, oder auf Nexus Mods gesehen, dass man dann auch ein passendes Nest zum Beispiel bauen kann. So, ich habe das Ganze jetzt mal vorbereitet. So würde es dann ungefähr aussehen. Eine glückliche Adlerfamilie, die ein paar Eier gelegt hat. Ist jetzt noch nicht ganz perfekt hier von der Eierplatzierung und von dem Nest und sowas. Das kann man sicherlich noch schöner machen. Aber ich habe es jetzt ja auch nur einmal zum Zeigen kurz schnell aufgebaut. Und ich finde das schon nicht schlecht. Also es sieht schon optisch ziemlich cool aus. Also mit dieser Mod kann man sicherlich einiges machen. Hier oben habe ich auch nochmal einen in den Baum platziert, damit ihr das auch nochmal seht. Also wenn man die gut auf die Äste platziert, dann sieht das schon echt nice aus, auch von Weitem. Ich weiß halt nur nicht, ob die zu groß sind oder nicht. Ich kann das irgendwie nicht einschätzen. Ich habe halt einen Adler auch, glaube ich, noch nie in echt gesehen. Weiß es aber nicht. Aber ich habe die ein bisschen kleiner in Erinnerung. Die sehen ein bisschen sehr groß aus. Also die könnten ja schon fast Jagd auf Menschen machen in der Größe. Oder auch zumindest auf Kinder oder so. Und ich glaube, das ist in echt nicht ganz so. Also ein bisschen kleiner sind die, glaube ich, in echt. Aber trotzdem eine sehr, sehr coole Mod, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und die letzte Mod für das heutige Video ist eine Elch-Mod. Ihr seht die hier wunderschön schon schlafen in dieser kleinen Scheune. Das hier sind die Weibchen ohne Geweih. Da im Hintergrund seht ihr das Männchen mit einem riesigen, großen Geweih. Sehr beeindruckend. Sind auch sehr große Tiere und sehr, sehr scheu. Also ich glaube, die kriegt man in echt in freier Wildbahn nur sehr schwer zu Gesicht. Da braucht man, glaube ich, echt Glück. Haben wir denn noch hier irgendeinen, der aktiv ist? Die schlafen ja alle. Was ist das für Schlafmützen? Hier ist auch nochmal ein Männchen. Ah, die haben wirklich ein riesiges Geweih. Finde ich auch ziemlich cool, die Mod. Ich komme für das Rentier rein. Leider ist bei allen Mods, die ich euch heute gezeigt habe, hier das Bild und der Name und sowas nicht geändert worden. Und natürlich auch der Zoopedia-Eintrag wurde leider nicht geändert. Das ist natürlich immer dann Premium, wenn komplett alles angepasst wird, weil dann kann man die Mod wirklich ganz normal spielen. So muss man sich das halt immer ein bisschen merken. Ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen sehen, wenn die sich auch mal bewegen. Wir spulen mal ein bisschen vor. So, es passiert was. Der erste Elch ist aufgewacht und trinkt hier gerade was am Wasser. Jetzt können wir ihn auch mal in Bewegung sehen. Wäre ein bisschen langweilig, wenn wir ihn die ganze Zeit nur beim Schlafen beobachten. Da rennt er jetzt. Ist auch sehr schnell unterwegs. Legt sich jetzt hoffentlich nicht wieder hin, der Schlingel. Natürlich tut er das. Wow, sein Ernst? Nur einmal kurz was getrunken und steht dann wieder. Ah, die anderen sind aber auch aktiv geworden. Springen hier sogar schon mit einem gekonnten Sprung über den Zaun. Die Elchkuh läuft jetzt hier so ein bisschen rum. Die anderen sind auch erwacht. Sehr schön. Jetzt geht's los. Guck mal, wie schnell die unterwegs sind. Ich komme gar nicht hinterher mit der Kamera. Das ist ja insane. Ja, da trinkt jetzt, glaube ich, auch was. Ist auch eine sehr schöne Mod, also gefällt mir echt gut. Natürlich wäre es noch cool, wenn wirklich die Namen und Bilder und Zoopedia-Einträge alle angepasst werden würden bei den Mods. Aber ansonsten ist das schon echt süß. Haben wir sogar so ein kleines Pärchen, was gerade zusammen trinkt. Ach, niedlich, wie toll. So, mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dieses Mod-Vorstellungsvideo hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ansonsten danke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.